Wenn man eine neue Klasse eingegeben und angelegt hat, kann man sich für die Sortierung entscheiden. Also dazu geht man im Bereich Schüler auf Sortierung festlegen und dann erscheint hier die vorausgewählte Klasse. Das ist hier die Testklasse 3e. Ich kann entweder nach Nachnamen sortieren, von Arab bis Stein hier, Männlein, Weiblein gemischt, oder ich klicke auf Sortierung männlich, weiblich, Nachname, Vorname, so wie es häufig gemacht wird. Weiblich, männlich geht leider nicht bei diesem Programm, wahrscheinlich weil M vor W im Alphabet kommt, ist ja eine Begründung. Dann könnte man noch den Vornamen voranstellen, trotzdem wird aber nach dem Nachnamen sortiert. Ist aber nicht so sinnvoll. Wichtig ist es, dann am Schluss die Sortierung noch einmal mit diesem Button zu bestätigen, sonst ist sie nämlich nicht dauerhaft. Also klicke ich nochmal Sortierung bestätigen. Das löst auch das Problem, dass hier manchmal verdrehte Schülernummern stehen und beim Sortieren bestätigen werden die dann neu durchnummeriert und bleibt die Nummerierung dann erhalten. Dann kann ich zurück zur Zentrale.